Jemand zeigt heute sein wahres Gesicht und liefert uns ein episches Postgame-Final-Battle. Wir haben alles, was wir brauchen und sollen jetzt nur noch zusammen mit Vollo die Elysien-Tempelruinen untersuchen. Wenn ihr mich fragt, das klingt nach Postgame-Finale. Sieh mal, Domina. Eine zerstörte Statue. Diese Statue hier hat man, kaputt und verfallen wie sie ist, weit entfernt von den Abbildern der Pokémon Dialga und Palkia stehen lassen. Begreifst du, was wir hier zu Gesicht bekommen? Glaub schon. Ha, klar weißt du so etwas. Immerhin bist du die Pokémon-Bändigerin, die sogar Dialga und Palkia bezwungen hat. Diese brüchige Statue stellte einst ein Pokémon dar, das Dialga und Palkia in nichts nachstand und doch aus dieser Welt verbannt wurde. Giratina. Seiner Brutalität wegen wurde es dazu verdammt, fortan sein Dasein auf der Kehrseite unserer Welt zu fristen. Doch dort lauert es seither auf eine Gelegenheit, seine Fänge gegen Arceus selbst zu richten. Nun verrate mir eines. Wo würde sich dieses Giratina wohl blicken lassen, um Arceus entgegenzutreten? Naja, im Sinnoh-Tempel? Volltreffer! Am Ort, der dem Himmel am nächsten ist und dort, wo der Riss im Raum-Zeitgefüge sich aufgetan hat. Die Euphorie darüber, einem Geheimnis unserer Welt so nahe zu sein, hat mir so richtig die Zunge gelöst. Okay. Ich war kaum mehr als ein Dreikäse hoch. Da habe ich schon mit dem Schicksal gehadert, wenn ich bitterlich enttäuscht oder unglücklich war. So, wie es sicherlich jeder einmal tut. Schließlich habe ich mich dazu entschlossen, mich mit Leib und Seele meiner Neugier und meinem Ehrgeiz zu verschreiben. Mein besonderes Interesse galt schon bald den Mythen alter Geschichte und ihren Relikten. In mir reifte nämlich ein Traum heran, weißt du? Wenn ich herausfinden würde, wie die Welt entstand, könnte ich mit diesem Wissen vielleicht selbst eine bessere erschaffen. Moment mal. Dieses Gequatsche kennen wir. Und das ist keine gute Idee. Wenn ich nun also die Kehrseite unserer Welt finde und dort auf jenes Kind der Gottheit stoße, das allein seiner Rage überlassen wurde. Ja, vielleicht finde ich dann auch etwas über das ehrwürdige Sinnoh selbst heraus. Also dann, auf zum Kraterberg, auf zum Sinnoh-Tempel. Dialga und Palkia sind beide aus dem Riss aufgetaucht, nicht wahr? Vielleicht ist ja dort auch etwas zutage getreten, das mit den Tafeln zu tun haben könnte. Das gefällt mir gar nicht. Genau das gleiche Gedankengut wie Cyrus. Naja, nichts hier rauf. Leider gibt es keinen Spawnpunkt hier oben, deshalb musste ich raufreiten. Aber holy shit. Seht euch das an. Der Tempel. Er ist vollkommen zerstört von der Schlacht gegen Dialga. Das ist so schade, weil wir ihn ja in Gänze gesehen haben und das auch so cool war mit den Statuen der Hisui-Pokémon rechts und links. Und jetzt ist es eine Ruine. Quasi so, wie man es aus Diamant und Pearl kennt. Gute Aussicht? Der Tempel liegt in Trümmern. Seine zerbrochenen Säulen ragen jetzt wie Speere in den Himmel. Hier ist keine Spur von Giratina. Was ist da los? Ach, entschuldige. Mein Verhalten muss dir seltsam vorkommen. Ja? Schon seit geraumer Zeit, aber jetzt extrem. Lass mich dir erklären, was all die Zeit über mein wahres Ziel war. Ja, hau raus. Seit ich zu dem Schluss gekommen bin, dass Arceus tatsächlich existiert, treibt mich nur eine Sache an. Ich will einen Weg finden, es mit meinen eigenen Augen zu sehen.
Aus diesem Grund wandte ich mich an Giratina, das Arceus herausfordern will, und brachte es dazu, einen Riss im Raum-Zeitgefüge zu öffnen. Du warst das? Wegen ihm sind wir hier? Außerdem habe ich dich nach den Fragmenten dieser allumfassenden Gottheit suchen lassen, so wie es auf dem Wandbild geschrieben stand. 18 Tafeln bilden die Fragmente der Gottheit. Und du besitzt 17. Wo also finden wir die letzte von ihnen? Giratina? What? Du hast sie? Sie ist hier. Was ist jetzt los? Hä? Alter, er wurde zum Super Saiyajin. Im Arceus-Stil. Aber schönes Cosplay. Gib mir deine Tafeln, damit ich die Sammlung vervollständigen kann. Ich kann den Drang nicht mehr unterdrücken. Ich will Arceus sehen. Ich muss es sehen. Alter, ich sag's immer wieder, ne? Fanatische Fans, das ist too much. Und wenn ich ihm erst gegenüberstehe, werde ich es unterwerfen und mit seiner Macht versuchen, eine neue, bessere Welt zu erschaffen. Immer dieser Bullshit. Die Erschaffung einer neuen Welt würde natürlich bedeuten, dass die Hisui-Region, wie wir sie jetzt kennen, ins Nichts zurückkehrt. Für dich, für alle Menschen, die du kennst und alle Pokémon hier, wird es sein, als hättet ihr nie existiert. Wenn du verhindern willst, dass diese Welt erlischt, dann stell dich mir im Kampf! Dir bleibt ohnehin keine Wahl, denn die Tafeln werde ich mit allen Mitteln an mich reißen! Oh, shit. Pokémon-bändiger Wollo. Ja, also, dass er komisch ist und sass, das hat sich ja schon seit geraumer Zeit gezeigt. Allein schon, wie Kogita immer auf ihn reagiert hat, deswegen ist es jetzt nicht so die Giga-Überraschung. Aber so wie er aussieht und die Hochgradigkeit seiner psychischen Störung, das überrascht mich dann doch. Moment mal, die Musik. Und Krypuk. 6 Pokémon. Nein, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, er kämpft mit dem Team von Cynthia, weil er ist ja quasi auch ein Vorfahre von ihr. Genau wie Kogita. Oh, nee, bitte nicht. Ja, gute Nacht. Das kann was werden. Ich habe auf jeden Fall schon gehört, dass dieser Kampf hier für einige noch schwieriger war als das Cynthia-Battle in strahlender Diamant, leuchtende Perle. Kann ich mir fast nicht vorstellen, weil das war wirklich insane. Aber falls doch, dann könnten wir ja echt Probleme bekommen. Und Krypuk ist an sich schon so ein ekelhaftes Pokémon, Mann. Okay, er scheint aber nur eine Top-Genesung zu verwenden, zumindest für Krypuk. Mit einer Auswechslung ist das mit dem Schlaf nicht erledigt, ne? Nee, dann muss ich dranbleiben. Bitte greif nochmal an! Yes! Wichtig und richtig, Krypuk down. Aber hat jetzt wirklich das gesamte Team? Nee, kann ja gar nicht sein, weil Milotic kommt nicht vor in dem Spiel. Aber Lucario ist auf jeden Fall auch dabei. Shalaru, danke. Fuck! Okay, das wird eskalieren. Das wird eskalieren, holy shit. Zoroa, ich denke, du hast gute Möglichkeiten. Lucario hat bereits mit diesem Nahkampf seine Defense aufgegeben. Flammenwurf! Oh my goodness. Was ein crazy Dude. Arcani, okay, das ist neu. Arcani ist neu. Aber er muss auch ein paar andere Pokémon haben. Wie gesagt, Milotic gibt es in diesem Spiel nicht. Herr Shellaru wäre jetzt gut, ne? Aber wir könnten es auch mit Krassrodor probieren. Auch wenn ich eine Gesteinsschwäche habe. Ich bin schneller, denke ich.
Und die Steinkante schallert rein! Bumm! Yes, gut gemacht! Ganz wichtig, ich bin sicher, das hätte auch Steinhagel oder gar Steinkante eingesetzt. Dann wär's eng geworden. Ja. Massenmörder Knackrack ist natürlich auch mit dabei. Ein Wechsel lohnt sich da fast nicht, ne? Aber ich kann überhaupt nicht effektiv angreifen. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber gut, ich vertraue Shallora. Auch wenn es wohl erstmal einstecken wird. Knackrack ist ja nicht nur stark, sondern auch schnell. Ja, und die Erdkräfte tun sehr weh, leider. Okay, ich habe Draco-Meteor. Aber ich würde fast sagen, ich gehe auf den Stahlstrahl. Weil der müsste ziemlich sicher killen. Mich aber wahrscheinlich auch so in den roten Bereich oder vielleicht mit in den Tod reißen. Aber auf alle Fälle muss Knackrack schnell weg. Oh, es überlebt. Nein. Ich bin extra nicht auf den Kraftmove gegangen, weil ich die Hoffnung hatte, dass ich doch noch irgendwie stehe. No. Okay, das ist jetzt extrem belastend. Zoroa ist noch relativ schnell. Plexas recht defensiv. Wenn ich Barrierenstoß einsetze. Vielleicht ist das der Way to go. Ich rechne jetzt eh damit, dass er eine Top-Genesung nutzen wird. Ich kann aber nicht schneller sein als er. Okay, dann normaler Barrierenstoß. Er heilt nicht. Okay, das wundert mich. Aber besser so. Knackrack down und wir haben Defense Boost. Hoserade. Wobei, was ärgere ich mich? Es hat Psychoschwäche. Das ist eigentlich super. Vor allem gibt mir das jetzt nochmal Defense Boost. Yes, 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 yes. Plexa kriegst du jetzt nicht mehr so leicht down, du Knecht. Was hat er überhaupt noch? Ja, das ist auch ein schwieriger Typ. Ah, wobei, warte, ich habe doch Stromstoß. Ja, perfekt. Aber ich jetzt gerade gar nicht dran gedacht, weil ich den Move so gut wie nie nutze. Hat halt auch Rückstoßschaden, aber das ist jetzt in der Situation das Beste, was ich machen kann. Selbst umbringen muss ich mich ja nicht. Wobei es jetzt auch keine Rolle mehr spielt. Hau ihn weg, sicher ist sicher. Weil er könnte jetzt auch nochmal heilen. Ich muss es besiegen. Und Wollo in die Schranken weisen. Ach, man kann sich damit gar nicht umbringen. Oder hatte das jetzt so wenig KP? Naja, wie auch immer. Sieg! Und so schwer war es nicht. Es war schon ein guter Kampf, aber es war nicht so extrem schwer, wie ich von manchen Seiten gehört habe. Ich verstehe es nicht. Wieso genießt ausgerechnet du den Segen von Arceus? Vielleicht, weil bei mir die Synapsen noch nicht durchgedreht sind? Idiot. Warum? Warum? Niemand hat sich Arceus so sehr hingegeben wie ich. Niemand hat die alten Mythen des Schöpfers unserer Welt so eifrig erforscht wie ich. Fremde! Bist du etwa für diesen Moment aus dem Riss im Raum-Zeitgefüge gefallen? Nein. Nein! Das hier ist noch nicht vorbei! Kannst du sie spüren? Die unheimliche Präsenz, die die Tiefen deines Herzens gefrieren lässt? Oh nee, oder? Kommt jetzt Giratina? Warte, was? Er ist Giratina? Willst du mich ver... Achso.
Giratina, erledige sie! Junge, der Kerl ist der größte Psychopath, mit dem man es in Pokémon jemals zu tun bekommen hat. Für einen Moment dachte ich, er wäre die ganze Zeit selbst Giratina gewesen. Aber nee, war eine sehr epische Kameraarbeit, wie es sich hinter ihm ausgebreitet hat. Alter, die Musik eskaliert. Und ich werde nicht geheilt? Okay, das ändert die Sache grundlegend. Ach du Scheiße! Zoroa ist zwar ein guter Pick, weil die Geisterattacken ins Nichts laufen, aber der Rest, den dieses Vieh drauf hat, ist natürlich dennoch gefährlich. Oh mein Gott, ich befürchte, ich muss ein paar Pokémon wiederbeleben. Aber erstmal greifen wir an und zwar mit voller Stärke. Spukball rein da! Gib alles! Giratina ist der Teufel und wichtiger Crit, auch wenn er nicht gekillt hat. Komm schon, überlebe irgendwie die Angriffe. Nee, keine Chance. Aber GG. Kann Castrodor das schaffen mit der Steinkante? Weil Myriados Moves sind halt völlig für den Arsch. Also wenn Castrodor down geht und Giratina noch steht, muss ich beleben. Ich setze jetzt aber all meine Hoffnungen in eine Powersteinkante. Wobei, die trifft halt nicht zu 100%, ne? Vielleicht doch eher auf Kreuzschere? Nee, wir haben keine andere Wahl. Die anderen Moves sind Trash. Komm, triff bitte! Kill es! Yo! Giratina down! Du bist zu Recht verbannt worden! Was passiert da jetzt? Nee! Ja, okay, das ist natürlich lächerlich. Es hat sich einfach in seine Urform verwandelt. What the hell? Ja, jetzt komme ich nicht mehr drum rum. Top-Beleber. In der Urform. Ah, das ist ein anderer Typ? Nee, ne? Hat, glaube ich, einfach nur bessere Stats. Aber es hat dadurch einfach nochmal einen Full-Heal bekommen. Ich brauche Shallower, guys. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach, ich darf nochmal? Darf man so oft heilen, wie es geht? Oder richtet sich das auch nach der Initiative? Aber Shallora und Zoroa sind hier die Kings, würde ich sagen. Okay, es richtet sich nach der Init. Ja, dann danke Igluk. Ja, wobei. Wir sind noch im Rennen. Aber so ein Angriff lohnt sich halt jetzt überhaupt nicht. Das macht alles keinen Schaden. Dann nutze ich lieber nochmal einen Top-Beleber für... Ja, Plexa, weil es halt defensiv ist. Oder defensiv gespielt werden kann. Okay, also unter diesen Umständen ist dieser Kampf natürlich schon sehr krass. Weil es sind ja jetzt sozusagen 8 Pokémon. Ohne dass man irgendwie geheilt wird. Und davon ein Legi, was dann nochmal einen Full Heal bekommt und seine Urform annimmt. Geisteskrank. Shallower, du kannst das schaffen. Du kannst das schaffen. Ich gehe jetzt erstmal auf den Drachenpuls, weil ich denke, es wird mich nicht besiegen mit einem Move. Und danach baller ich Draco-Meteor raus. Bringt mir... Ja, okay, so ein... Ja. Tempo-Move bringt mir was. Dann kann Giratina nur einmal statt zweimal angreifen. Machen wir so. Also einen Hit überlebe ich garantiert. Egal, was er macht. Boah, nimmt das wenig Damage. Holy shit. Schemenkraft natürlich die Spezialattacke von Giratina. Und ja, heftiger Schaden. Ach, es ist ja auch noch in einer Rauchwolke. Das heißt, meine Attacken können daneben gehen. Nein, mach nicht diesen. Aber hier steht Genauigkeit 100.
Gilt das auch in der Rauchwolke? Egal. Drache killt Drache. Draco Meteor wird dein Ende sein. What? Nee. Shit. Wahrscheinlich wäre Stahlstrahl auch besser gewesen, aber ich wollte Draco Meteor wenigstens einmal nutzen. Okay, Zoroa, spiel deine Schnelligkeit aus, bitte. Dieses Ding muss aufgehalten werden. Finsteraura trifft immer. Das ist unser Sieg. Da hilft dir auch deine Rauchwolke nix. Finito! Du Freak. Missbraucht er einfach Giratina, Alter. Diesmal hast du es geschafft. Das heißt hier diesmal, du wanderst in den Knast. Du fliehst vor diesem Menschen? Erbärmlich! Dabei habe ich dir die Kräfte verliehen, um dich Arceus entgegenzustellen. Ich habe dafür gesorgt, dass du das Raumzeitgefüge zerreißen konntest. Alles, um die Herrscher über Raum und Zeit in den Wahnsinn zu treiben und so die Schöpfergottheit hervorzulocken. Aha. Deshalb waren alle Könige und Dialga sowie Palkia in Rage. Es sollte Arceus aus der Reserve locken. Warum? Wie kann das sein? Allmächtiges Arceus, wenn du ein Herz hast, dann antworte mir. Fließt nicht das Blut der alten Sinuaner durch meine Adern? Was an mir entspricht nicht deinen Erwartungen? Der Wahnsinn? Bist du etwa nicht der Meinung, dass diese Welt neu erschaffen werden muss? Ja. Über Teile dessen kann man diskutieren, aber nicht so, Brudi. Ich kann diese unbeantworteten Fragen nicht ertragen. Meine Neugier muss befriedigt werden. Sag, Domina, hast du auch Träume, die dich antreiben? Klar, hat jeder, oder? Also hast du Träume. Aber ich bin mir sicher, dass sich meine Träume nicht mit den deinen vergleichen lassen. Ja, safe. Ich bin ein Pokémon-Bändiger. Du aber kämpfst an der Seite deiner Pokémon. Am Ende stehe ich hier allein. Du jedoch nicht. Du wirst deine Träume zusammen mit Pokémon in Erfüllung gehen lassen. Gehe ich von aus, ja. Diese Tafel habe ich von Giratina erhalten. Mit ihr hat meine Geschichte begonnen. Doch mit meiner Niederlage gegen dich nimmt sie nun ein Ende. Deshalb sollst du diese Tafel haben. Ja, danke, ne? Schön, dass du ein Einsehen hast. Damit hast du nun alle Tafeln, die in Hisui existieren sollen. Hä? Was passiert da? Oh! Die Elysienflöte hat sich in die Azurflöte verwandelt, mit der man letztlich ja auch Arceus rufen kann. Dafür sind die Tafeln also gedacht. Das Schicksal ist grausam. Du sollst also die Azurflöte bekommen. Das bedeutet wohl, dass Arceus dich treffen möchte. Es hat dich auserwählt. Ob es dich deshalb in diese Welt gebracht hat? Ja, also er hat ja zusammen mit Giratina dieses Loch erschaffen, aber hindurchgeholt hat uns Arceus, weil es unsere Hilfe gebraucht hat. Ich werde nicht dastehen und zusehen, wie mein lang gehegter Traum für dich in Erfüllung geht. Und noch weniger werde ich akzeptieren, dass du Arceus womöglich noch im Kampf besiegst. Eines Tages werde ich jedes Rätsel der Mythen von Hisui lösen. Und dann werde ich Arceus endlich gegenüberstehen. Ja, ich werde es dazu bringen, sich mir zu unterwerfen. Egal, ob es 10, 100 oder 1000 Jahre dauert. Arceus? Bist du da? Das verehrte Pokémon Arceus? Begegne allen Pokémon und spiel dann am Altar des Sinnoh-Tempels auf deiner Flöte. Ah, ja, okay. Ja, da fehlen noch ein paar. Aber nicht mehr viele. Das kriegen wir hin. Ey, aber muss man sagen, Epic Battle
dennoch machbar. Zumindest in meinem Fall. Meine Pokémon waren vielleicht auch ganz gut. Ich persönlich fand das Cinder Battle in strahlender Diamant noch viel heftiger. Aber es war ein sehr, sehr solider, fordernder Fight. Und sehr cool inszeniert. Daumen hoch dafür. Domina! Hast du schon gehört? Im Koboldküstenland soll ein großer Schatten aufgetaucht und dann wieder verschwunden sein. Domina, was ist passiert, nachdem du mit Wollo zum Sinnoh-Tempel gegangen bist? Naja, also, ja, nun, well, Was zum Teufel? Gut, der Schatten im Koboldküstenland ist vermutlich das Pokémon, das auf die Kehrseite unserer Welt vertrieben wurde. Giratina. Wir sollten Nachforschungen anstellen. Das Koboldküstenland ist aber ziemlich groß. Wisst ihr denn, wo die Suche beginnen soll? Ja, ich habe die Hülle schon gefunden, Lul. Nebenmission. Alles klar, Giratina fangen ist also eine Nebenmission. Ja gut, eigentlich dachte ich, jetzt beginnt ein neuer Part, aber irgendwie passt das dann doch noch in den Epic Battle Part. Deshalb würde ich sagen, machen wir das noch. Let's go. Also vorausgesetzt, es ist wirklich einfach nur fangen. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. In jedem Fall haben wir die Umkehrhöhle bereits lokalisiert. Da ist sie. Und das ist das Zuhause von Giratina, dem Verbannten. Während Dialga und Palkia so ein bisschen den positiven Vibe von Arceus hinaustragen, ist Giratina leider der böse Bruder. Aber auch es trägt zum Gleichgewicht bei. Vielleicht können wir es ja resozialisieren, wenn wir es fangen. Ja, ein Versuch ist es wert. Niemals die Hoffnung aufgeben. Da wären wir. Und es ist da, sogar in seiner Urform. Da wir die Urform von Palkia und Dialga schon haben, fehlt nun nur noch Giratinas. Du bist ja fast schon süß. Ich hab nichts gesagt. Ob das jetzt mal ausnahmsweise schwierig zu fangen sein wird? Mal sehen. Erstmal ein schöner, schwächender Spukball. Sogar Defense minus. Ja, gut, dann greifen wir jetzt nicht mehr an. Musik eskaliert. Immerhin kann ich es dann noch in diesen Part packen. Du findest dort, wo eben noch Giratina war, etwas Funkelndes. Der Platinum-Kristall. Wird dieser große, funkelnde Kristall auf Giratina angewendet, wird es von Kraft erfüllt und nimmt eine andere Form an. Ja, nice. Damit können wir also jederzeit wechseln. Wollo ist allein zurückgekehrt und hat mir alles erzählt. Anscheinend erkannte Giratina, dass es dir nicht gewachsen ist und beschloss daraufhin, Hisui zu beschützen. Wollo will, dass wir erforschen und im Pokédex dieses Pokémon registrieren. Bevor er verschwand, sagte er, dass wir ihn wohl nicht mehr wiedersehen werden. Ja, besser ist das. Ich glaube, er hatte sich sehr auf die Vervollständigung des Pokédex gefreut. Ja, und dann ist er durchgedreht. Also selber schuld, würde ich mal sagen. Schnappen wir uns nochmal Giratina kurz zur Hand. Um damit zu flexen.
Urform Giratina. Mega gefährlich. Und normales Giratina. Nicht viel weniger gefährlich. Urform Giratina wurde übrigens erst in Pokémon Platin eingeführt. In Diamant und Pearl gab es das noch nicht. Ja, und hier in Legenden Arceus haben wir nun dann auch die Urformen von Dialga und Palkia gesehen. Crazy stuff. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, denn irgendwie scheint das ja noch nicht das Ende zu sein. Arceus, wir kommen.